Ja, und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Simon's the Sorcerer 2. Wieder einmal vor der Höhle der Hexen gestartet. Ins Lager der Goblins nochmal zurück, denn dort haben wir uns ja auch noch nicht alles angeschaut. So, einmal das Inventar wieder zum neuesten, ganz umgesetzt wieder. Ins Zelt, ob wir da reinkommen. Wollte ich noch mal schauen. Ja, ganz übersehen. Das wäre natürlich ziemlich blöd. Ja, da ist ein Zelt, ein großes Zelt, und da sollten wir eigentlich auch reinkommen. Jo. Pfeffer! Gleich das erste, was ich sehe, ist Pfeffer. Ist hier sonst noch was? Essensration. So. Das nehmen wir natürlich auch ein. Da freut sich ja der kleine Junge bestimmt. So. Und Parfümflasche. Taschentuch jetzt. So, oder? Jetzt kommt mir eine ganz blöde Idee. Erstmal ein bisschen Parfüm für dich. Ich habe die Parfümflasche mit Soda gefüllt. Naja. So, guck mal hier, wenn wir jetzt den Pfeffer mit dir benutzen, dann musst du doch bestimmt niesen. Und dann lassen wir ihn. Pfeffer! Ja. Pfeffer! Und ich habe kein Taschentuch bei mir. Oh, ich habe da zufälligerweise eins und danach wirst du aber nichts. Genau soll das bezwecken, bitte schön. Danach wirst du nichts mehr riechen. Ich glaube, er braucht es momentan nicht. Oh Mensch, dann reden wir mit dem. Der treibt meinen Blutdruck zu sehr in die Höhe. Ja. Igitt, da steht eine Widmung drauf. Also nochmal. Pfeffer! 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 Und ich habe kein. Pfeffer! Ich habe hier ein Taschentuch für dich. So, man muss ein bisschen schneller sein. Okay. Dankeschön, mein Junge. Ich bin entzückt. Ja. Oh, er ist wohl ein bisschen krank geworden. Oh, guck mal hier, jetzt haben wir dein Parfüm für dich. Hier, bitteschön. Genau, gib uns das Holz. Und nun, geh weg und lass mich bitte in Ruhe. Gehab dich wohl. Oh ja, sehr schön. Den Goblin-Krempel. Können wir da. Nicht lehnen, bevor ich dich setzen. Wäre kann ich setzen dann? Mal das Feuer ausmachen. Glauben schon. Oh ja, komm. Jetzt nehmen wir den ganzen Goblin-Krempel mit. Da speichert wir nur. Na, haben wir das was zum Überlaufen Wer gekriegt? Wer hat gestohlen mein Zeug? Nicht ich. Doch, du warst das. Du mir geben mein Zeug. Ich nicht genommen. Und wer hat genommen dann? Der unsichtbare Goblin, genau. Ich nicht genommen. Würfel, die nehmen wir natürlich auch. So. Wahrscheinlich sind die gezinkt. Ich glaube, die sind gezinkt. Ja, die sind gezinkt.
Ja, Goblin-Krempel, was auch immer das ist. Das habe ich von den Goblins geklaut. Ja, das trifft es doch haargenau. So, dann wollen wir mal wieder weiter. Der kleine Junge hat ja Hunger. Ich möchte aber ganz gerne... Ich beginne von den neuen Speichermanager Plem PLM zu erzählen, um die anderen zu beruhigen. Nochmal eine Flasche Soda mitnehmen. Falls er auch noch Durst hat. Ich habe die leeren Flaschen zurückgestellt. Ja, das ist gut. Na, habt ihr noch was zu erzählen? Rupert gelingt es, alle in einen beruhigenden Schlaf zu lullen. Ja. Dunkler Wald. Na komm, geh da rein. Da werden wir dann ja auch noch mit dem Holzwürmern reden. Juhu. Guck mal, Kleiner, hier, Essen. Hier, schieb dir mal das in den Hals. Oh. Der einzige Charakter, der bisher noch nichts gesagt hat und der ist so niedlich. Ich mag ihn. Da was zum Lachen. Hier, schieb dir mal das in den Hals. Ja komm, spiel nach. Hallo. Oh, jetzt funktioniert hier wieder gerade nicht viel. Ah, jetzt geht's weiter. Oh, er ist aufgeblasen. Ach, das ist aber gemein. Und ich fing ihn gerade an zu mögen. Und wollte fast sagen, dass dem Einzigen ist, der eigentlich in dem nicht viel passiert. Oh. Zumindest von den Figuren, die längerfristig auftauchen. So, Holzwürmer. Ich habe Holz zum Bearbeiten. Du hast deine Meinung über das Souvenir geändert? Ja, habe ich. Eines als Erinnerung? Was soll es denn kosten? Was soll es denn kosten? Es ist umsonst. Du musst nur das Holz stellen. Das Zeug, das hier rumliegt, ist fürchterlich. Holz haben wir. Also, Attacke. Okay, bitteschön. Na, dann legt mal los. Na? Was bitteschön soll das darstellen? Die Todesfestung im Baustadion? Es sieht für mich eher aus wie eine Zahnprothese. Oh, Zahnprothese, das ist gut. Das ist richtig. Großartig. Sehr populär, ja. Zahnprothese finde ich gut. Wenn ich das nächste Mal eine ornamentale Schnitzerei haben möchte, weiß ich Bescheid. Schönen Tag noch. Na, wunderbar. Da haben wir ja ganz, ganz viel... Hilfe von dem bekommen, denn jetzt kann ich mir auch denken, wie wir den drei Hexen helfen sollen. Bei einer Zahnprothese ist es doch recht einfach. Erstmal hier, zack, Holzzahnprothese. Hey, vielleicht kannst du das hier gebrauchen. Ja? Ja. Und der Blinden hier, geben wir mal das Vergrößerungsglas. Vielleicht kann sie damit alles ein bisschen genauer erkennen. Ups, da bin ich gegen das Mikro gekommen. Entschuldigung. Redest du mit mir? Etwas mehr. Ist das. Ja. Hey, ich kann sehen. Ja, du solltest noch nicht in den Spiegel gucken. Wir können den Trank trotzdem nicht vollenden. Sie ist die Einzige, die alle Zutaten kennt.
Vielleicht versteht sie uns, wenn wir laut genug reden. Ja, wir geben ihr mal das Signalhorn als Flüstertüte. Ich habe keine... Hey, vielleicht hilft dir das hier. Was hast du gesagt, Junge? Ich fragte, ob dir das hier eine Hilfe ist. Auf jeden Fall viel, 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 viel besser. Nun, können wir mit dem Trank jetzt fortfahren? Schieß los! Na? Salamanderfüße! Salamanderfüße! Oh, geht das auch ein bisschen schneller? Haben wir noch eine Ewigkeiten Zeit hier. Ja. Was macht die dritte? Gar nichts, oder? Vier Fledermausflügel und drei Schlangenzungen. Fledermausflügel und Schlangenzungen. Ja, hoffentlich kommen nicht mehr allzu viele Zutaten hier. Und das wäre nicht mehr so schön. Oh. Seht zu. Jetzt muss nur noch der Zauberbann gesprochen werden. Oh, schön. Übersetze bitte den Zauberspruch. Ach, dafür ist die da. Hotz, Hokus, Pokus, Fieber, Nessel, kochen sollst du, Hexenkessel. Bitte umblättern. Wer immer kostet auch von diesem Kränkelein, sogleich wird er verwandelt in ein. Nennen Sie ein Tier Ihrer Wahl. Ein merkwürdiges Ende? Naja, so steht es aber hier. Ich glaube, du musst einfach an dieser Stelle den Namen des Tieres sagen. Das wäre logisch. Ach so. Ja, aber welches Tier? Keine Ahnung. Normalerweise ist es doch immer ein Esel oder sowas. Nacktmull. Wie wär's mit Schwein? Das reimt sich immer. Kolibri. Kränkelein. Oh, jeder nimmt immer Schweine. Lass uns lieber einen Hund nehmen. Sehr gut. Also dann einen Hund. Er ist fertig. Kann ich etwas davon haben? Das haben wir uns jetzt aber auch verdient. Bedien dich. Dankeschön. Uhaha. Dann nehmen wir uns etwas davon. Ich brauche etwas, um ihn aufzubewahren. Ja, ist ja gut. Och nein, müssen wir jetzt ganz zur... Moment. Das habe ich bereits. Ja, das will ich doch gar nicht. Was genau soll das bezeichnen? Ja, ist gut. Wir müssen jetzt zur Rollenspielrunde zurück, eine Sodaflasche aufnehmen, austrinken, zu den Hexen zurück und dann wieder zu den Rollenspielleuten zurück. Yay, weil wer immer davon trinkt, verwandelt sich. Ja. Und mitspielen bei den Rollenspielern können wir ja nur, wenn ein Platz noch frei ist. Das heißt, wir müssen jetzt ein ausschalten. Denn mit den gezinkten Würfel werden wir auf jeden Fall damit spielen. Was wir davon haben, was wir kriegen. Ob wir da. Vielleicht kriegen wir ja hier den Musterkatalog. Hm.
Achso, Stufenaufstieg. Cool. Jetzt steige ich auf Stufe 7. Ja, ein Stufenaufstieg. Yay, mein Freund. So. Ab in den dunklen Wald. Oh Mann, 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 so ist das. Oh. Wir werden jetzt erstmal die Flasche noch austrinken. Das sollten wir mal eben tun. Warum wir auch die leeren Flaschen zurückgestellt hatten. Schrecklich. Schrecklich. Mal meine Tasse gucken. Ah, ne, mein Kaffee ist alle. Ja. Muss ich mir auch mal bald wieder für einen Nachschub sorgen. Kein Wunder, dass ich so langsam so müde werde. Ohne Kaffee ist das scheiße. Ja, nimmst du mal leere Flasche und Trank? Geht doch. So, jetzt haben wir den Trank und jetzt gehen wir zurück zu der Rollenspielgruppe. Wuhaha! Yay! So macht das gleich schon wieder ein bisschen Spaß hier. Wenn das wieder ein bisschen fließt und ein bisschen läuft und so und tüdelü und ach ja, wie auch immer. Ihr wisst Bescheid. Ach, der arme Junge. Er tut mir immer noch leid. Ich habe ihn gemocht. Ich habe ihn sehr gemocht. Naja. Außerdem erhältst du dadurch die Spezialfähigkeit, binär reden zu können. Cool. Deine Schweißgeruchsrate steigt um 5% und dein Realitätssinn sinkt um 10%. Aha, interessant. 01001010001. Interessant, interessant. Ah ja, er scheint hier... Was wir brauchen, ist ein Rucksack voll mit Steinen und einen Berg, den wir hinaufjoggen können. Okay. Wir sehen uns hier in der nächsten Folge wieder. Und bis dahin, gehabt euch wohl.